Jetzt sind wir symmetrisch. Läuft das schon? Guck mal, du bist immer noch blass. Das läuft schon. Ach, hallo Bockheide, hallo Welt. Ich habe wieder extra in der Sonne gesessen, damit mein Tang heute ein bisschen mehr anders. So was habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Hallo Bockheide, hallo Welt. Da sind wir wieder. Matze und Lutze. Ich habe meinen Tang an der Garderobe abgegeben. Genau. So, Matze, wir gucken mal, hier ist mein Skript. Wo? Hier, da oben, hier siehst du, hier, da guck mal. Wir haben nämlich immer so ein Skript hier auf dem Rechner. Ja, weil wir wissen ja nicht alles, nur fast alles, aber nicht alles. Nein, wir können uns nicht merken, was wir in den 3 Minuten sagen wollen. Genau, und was wir nämlich sagen wollten, war Hallo Bockheide und Hallo Welt. Hallo Welt, genau, haben wir gemacht. Und dann kommt Corona, 19:8, wieder nicht 19 Fußball. 19:8, ja, ganz leichter Anstieg zu verzeichnen. Aber die Genesenen auch mit 8 schon gut dabei und keine weiteren Opfer zu beklagen. Und ich muss auch sagen, fast das erste Opfer, was zu beklagen ist, ist Fußball, weil es wird dieses Jahr nicht mehr, die Saison ist zu Ende. Da haben sie abgeblasen. Unsere Kreisklasse? Und Jungs würden wir nicht mehr spielen. Die sind auf den Stand eingefroren, wo sie standen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe noch nicht geguckt, wo sie standen. 8. Platz, 9. Platz. Im Mittelfeld und ein Stück drunter. Egal. Mhm. Jedenfalls, da geht es nicht weiter in der Kreisklasse, weil da fließt zu wenig Geld offensichtlich, weil in der Bundesliga sieht es halt anders aus. Ja, kleine Kinder dürfen ja auch nicht zu zehnt irgendwie Fußball spielen, aber Nein. Die Großen dürfen es. Ja, es gibt verschiedene Ansichten. Auch bei den Kindern, die da nicht mehr oder raus dürfen und die ganzen Betreuung und alles, die Eltern müssen ja auch irgendwo arbeiten. Wir wollen ja nicht meckern. Ja, doch, aber es bringt auch nichts. Hm. Ja, denn eigentlich bin ich auch ganz schön froh, dass du hier so gesund und munter neben mir sitzt. Ja, ich glaube nicht nur du, ich glaube meine Frau auch und ich glaube sogar, ich bin ganz froh und hier noch halbwegs gesund, zumindest körperlich hier zu sitzen. Ein bisschen habe ich es jetzt im Kopf, weil Potsdam ist ja ein gefährliches Pflaster, oder? Nicht nur das, ja. Corona ist nicht nur eine Krankheit für Lunge, sondern scheinbar auch für Kopf. Und da spült ganz schön viel Abschaum hoch. Und mir sind da halt Dinge passiert, die glaubt man nicht. Und die sind tatsächlich mehr oder weniger Corona und den Unverstand von irgendwelchen, ich wollte gerade Mitmenschen sagen, aber Subjekten würde ich eher sagen. Individuen. Subjekten. Hm. Man hat nämlich versucht, meinem Auto Böses anzutun. Und damit natürlich auch mir, hat mir einfach mal die Luft von den Reifen gelassen, aber so geschickt, dass man sagt, einem hat einfach die Ventile gelockert und hat die Kappen wieder raufgedreht, sodass die Luft schön langsam abgeht. Und das Ganze in meinem eigenen Verein, bei der Vorstandssitzung nicht nur mir, sondern da gab es noch eine Mitvorstandskollegin, der Gleiches passiert ist, weil wir eben die Meinung vertreten haben, wir müssen uns an die Gesetze halten. Es ist schwierig. Ich habe meine Konsequenzen gezogen, habe natürlich auch eine Anzeige erstattet, aber es gibt Sachen, die gibt es nicht. Und jetzt muss ich erstmal verarbeiten, dass ich es nicht gewagt habe, mit dem Auto, was so komisch rumschlingerte, auf die Autobahn zu fahren und damit doch heil nach Hause gekommen bin. Räder kaputt, 3 Stück. Bei so Niederquerschnittsreifen kriegt man nicht gleich mit, wenn die Luft langsam runtergeht, dass man Platten hat. Ich habe es nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Man kann damit fahren, 30 Kilometer, aber man darf dann die Räder später in den Müll schmeißen. So ist es. Auf jeden Fall, du sitzt noch hier. Ja. Hast jetzt mehr Zeit für Bockheide? Ich finde es fies. Ja, vielleicht sogar das, ja. Aber ja, ich habe halt tatsächlich meine Konsequenzen gezogen. Das muss man sich nicht antun, dass man sich ans Leben gehen lassen muss für Freizeitsport. Für ehrenamtliche Arbeit, muss das man mal so sagen. Das ist doch dazu, für ehrenamtliche Arbeit, genau. Ich war 24 Jahre in dem Verein, davon 10 Jahre im Vorstand. Und das Thema habe ich jetzt rigoros abgeschlossen, weil ich möchte gerne noch ein bisschen länger leben. Ist ja ein tolles Dankeschön mit auf den Weg gegeben. Aber man weiß ja nicht, vielleicht waren es ja auch Leute, die von außen Luft gebraucht haben und haben die sich aus deinen Reifen geholt. Ja, aber dann dürfen sie ja gleich genommen und nicht langsam. Das ist schon alles gut. Ja. Fliegerheim, Matze. Fliegerheim. Ich habe gehört, du warst fliegen im Fliegerheim. Ich wollte mal gucken, wie es dem Stefan und seiner Familie geht. Mhm. Und ich glaube, sie sind durchaus erleichtert, dass die Öffnung erstmal erlaubt wurde. Ich habe natürlich gleich sofort alles kontrolliert dort, Sicherheitsabstände und. Also ich kann nichts bemängeln und sogar das Essen war wieder lecker. Jetzt würde mich mal interessieren, hast du irgendwo Corona unter der Panade gefunden? Ich hatte keine Corona unter der Panade. Na, habe ich doch gesagt. Ich wollte ja wissen, ob du was gefunden hast. Du hast aber eine Schnitzel gegessen, oder? Natürlich. Ja. Mit Spargel. Mit Spargel. Ja, und Dessert. Also wir haben es gestern mal
nach wie vielen Wochen, 8, 9 Wochen, endlich mal wieder, wir haben ja 8 Wochen nicht ausgegangen. Wir mussten gar nicht mehr wohin mit dem Geld. Also musste weg. Abstand halten, hast du gemacht von deiner Frau? Ja, nein, wir haben alle an einem Tisch gesessen. Aber nicht auf dem Schoß? Nee. Gut. Aber alles gut. Ja, schön, dass wieder sich die Normalität in der Region hier langsam einstellt. Naja, normal ist es noch lange nicht, aber okay. Es ist ein bisschen besser als vorher. Wir hoffen mal, dass es dabei bleibt, weil wie man ja rundum gehört hat, gibt es ja schon wieder Kindergärten, die geschlossen wurden und auch, glaube ich, Grundschule, wo noch Corona-Fall aufgetreten ist hier im Potsdam-Mittelmark, wo man sagt, wir wissen ja noch nicht, wo es wirklich hingeht und ehrlich, wer weiß wirklich, was hier los ist. Es wird uns begleiten, den Sommer über und es wird präsent sein, permanent. Ja, auch bei der Nadine von Lostanzen ist noch nicht keine Normalität eingekehrt. Da kann man halt noch nicht lostanzen, weil Sport in Innenräumen nicht erlaubt ist, soweit mir bekannt. Deshalb macht sie immer noch Online-Kurse. Und hier habt ihr nochmal den Zettel für die nächsten Online-Kurse, die man natürlich besuchen kann über Zoom. Da stehen die Passwörter mit drauf. Wir lassen das hier natürlich jetzt ein bisschen länger laufen, so dass ihr damit reingucken könnt. Und ihr könnt natürlich auch wieder bei lostanzen.de auf die Website gucken. Ich hoffe, es war drauf. Ich glaube, beim letzten Mal hast du noch gedroht. Hoffentlich ist das auch online. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Müsste man sich, glaube ich, anmelden. Das war ich ja nicht. Ja, egal. Okay. Nein, da sind wir jetzt auch nicht. Das macht die Nadine schon. Und weil wir nun bei Nadine waren und uns das natürlich auch Freude macht, die kleinen Unternehmen zu unterstützen, gilt das natürlich auch für andere kleine Unternehmen hier, gerade hauptsächlich in Borkheide und Umgebung. Also wenn ihr durchstartet jetzt gerade und irgendwo noch die Leute Informationen brauchen, dass ihr wieder am Start seid oder ihr Sonderangebote rauswerft von, was weiß ich, Autoreifen für Lutze zum Beispiel, wenn Sonderangebote sind oder irgendwas, was ihr bewerben wollt, meldet euch bei uns. Wir kommen auch mal mit der Kamera vorbei. Können wir machen. Ja, und können auch mal ein kurzes Video drehen. Eine Minute reicht dafür. Egal, was sein kann oder was ihr darstellen möchtet, wendet euch an uns. Hier unten ist die E-Mail-Adresse eingeblendet. Jetzt musst du wieder aufpassen. info@mediengruppe-borkheide.de. Ob ich mir das merke? Boah, ich rufe dich an nachher, wenn es nicht drin ist. Jo, soweit dazu. Jetzt kommen wir nochmal zum Wetter. Und jetzt bin ich mal dran mit dem Wetter. Sag mal, was war denn für den Samstag gewesen, was du mir da angedroht hast? Das war ja wohl unmöglich, oder? Was denn? Hat mich frieren lassen, der Junge. Wo denn? Weil es war so kalt gewesen, dass, ich muss mal hier mal rumklicken, dass... Ich hatte doch schönes Wetter. Mir war kalt. Bei dir vielleicht, ich nicht. Ja, mir war kalt. Aber okay, Matze. Was soll ich Ihnen sagen? Na, Wetter. Wir hatten doch eigentlich schönes Wetter bisher. Gut, die ganzen kleinen Knospen, Blüten, Blätter sind schön abgefroren. Kastanien bei mir sind im Eimer und eine Wein ist tot. Hat gelitten. Genau. Aber wie ist immer, wenn man Montag sagen kann, in der Woche geht es aufwärts und das wird eine schöne Woche. Erstens ist es die kurze Woche und zweitens geht es tagtäglich um 1-2 Grad immer wieder höher, bis wir zum Männertag, ich habe für Männertag mal richtig schönes Wetter bestellt, 25 Grad Sonnenschein. Und für alle die, die am nächsten Tag ein bisschen desolat da niederliegen, das Wetter macht am Freitag auch gleich einen leichten Knick. Nee, so viel Regen wird es gar nicht. Aber es ist ein bisschen bewölkter am Freitag und da kann man sich auch wieder ein bisschen ausruhen von dem anstrengenden Donnerstag. Mhm. Wetter. Ich fahr dieses Jahr mal nicht paddeln. Tag, wir können ja auch keine großen Veranstaltungen machen. Aber wir dürfen uns ja beide treffen. Jetzt zwei Familien dürfen sich immer treffen. Ich gehe Rigipsplatten kleben und du hilfst mir. Ich darf nicht. Spontane Begeisterung, da merke ich schon. Ich merke schon, wie du. Ja. Mhm. Ich muss mal nachdenken darüber. Ich habe immer überlegt, ich wäre mit diesen halbplatten Autos, Plattenauto, auf die Autobahn gefahren bei 180, 160. Was wäre mir die Reifen um die Ohren geflogen? Wäre Schicht. Ja, und ich habe gar keinen Zugriff auf deinen Rechner. Wie hätte ich denn das hier weitermachen sollen? Meine Frau ist ja noch da. Warte mal, das war mein einziger Gedanke, wenn es dich jetzt nicht gegeben hätte, war jetzt für mich, wie mache ich hier weiter? Ja, komisch, ne? Ja, ja. Du jetzt hier wärst oder nicht, wäre mir egal, ne? Egal. Ja, natürlich nicht. Ich bin noch da. Alles gut. Oder auch nicht. Das war's, ne? Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Wir wünschen euch natürlich einen Top-Herrentag. Ja. Wie sieht's mit der Waldbrand? Schönes, langes Wochenende. Die Waldbrandwarnstufe war am Wochenende... Die drei. Wenn du jetzt sagt die Feuerwehr. Was sagt die Feuerwehr? Die Feuerwehr sagt, bei der Waldbrandstufe bei 3 darf man 50 Meter vom Wald kein Feuer machen. Ja, und die Feuerwehr freut sich übrigens auch, dass es langsam
Ach, die sind ja auch der ganzen Corona-Sache unterlegen und freuen sich auch, dass sie demnächst auch wieder ein bisschen mehr an ihrer... Wir haben noch drei. Die drei. Schätze mal, es wird so bleiben. Alles schick. Dass sie bald weitermachen können mit ihrer Ausbildung etc., weil die müssen ja auch an der Technik dranbleiben. Alles muss gewartet werden. Wären sie Fußballer geworden, wäre das nicht so ein Problem? Dann hätten sie jetzt beispielen dürfen in der Halle, oder was? Okay, das war's. Wir wollen mal nicht so rumhetzen hier. Doch, aber wir trauen uns nicht. Wir hätten ja noch ein paar Themen. Nein, machen wir nicht. Wir sehen uns wieder nächsten Montag, Leute. Viel Spaß. Ja. Lutze, tschüss. Und? Matze. Matze. Nochmal tschüss. Ja, tschüss. Wow.